Hey Leute, Spadi, willkommen zu einer Folge von Runes Tower Defense 6. Im letzten Video haben wir uns ja Challenges angeguckt, die für mich gemacht wurden. Aber mir ist was aufgefallen, und zwar, ich bin ja nicht der einzige YouTuber, der Runes Videos macht. Und deswegen gucken wir uns heute mal Challenges an, die für GLP gemacht wurden. Hier haben wir die erste Challenge, die eine richtige Challenge ist. Und zwar heißt die GLP, du wirst das nie schaffen. Hat keinen Daumen nach oben gekriegt. 0%. Wahrscheinlich ist der Tarnballon das, was das Problem darstellen soll. Wir probieren es einfach mal. Man kann nicht verkaufen. Das sieht alles ein bisschen interessanter aus. Lass uns da mal reinspringen. Und bevor wir uns jetzt hier die Challenge genauer angucken, müssen wir kurz auch noch über ein Feature reden, was bald ins Spiel kommt. Ein Affen, der bald ins Spiel kommt. Denn der nächste Held wurde schon angekündigt. Ich habe hier immer groß spekuliert, wenn Held angekündigt wurde, bei Sauda zum Beispiel. Ich will jetzt nicht ganz versagen und viel spekulieren. Das spare ich mir vielleicht auf, wenn ich mal keine Ahnung habe, was ich für ein Video machen soll. Nee, aber der scheint wohl Telekinese-Kräfte zu haben, irgendein Mönch, ich weiß es nicht. Im Hintergrund vom Bild ist so ein Kreis zu sehen, so ein Energiekreis. Also ich gehe davon aus, Level 10 beschwört er so ein Kreis. Ist die Frage, macht der Kreis Schaden? Bestimmt. Was macht er sonst so? Man könnte ja sagen, Telekinese, psychische Kräfte, macht jetzt nicht unbedingt Schaden. Das könnte machen, dass die Ballons rückwärts laufen oder so. Ich habe keine Ahnung. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll man denn den Tarnballon kaputt kriegen? Ich scheine komplett auf dem Schau... Aber welche Einheit kann das denn? Letztlich Klebstoffsturm rechtzeitig auf? Das wäre so mein letzter Versuch noch. So, kann Klebstoffsturm das hitten? Letztlich glaube ich nicht rechtzeitig auf, oder? Wir machen es mal. Doch. Ja, Klebstoffsturm ist die Antwort. Sehr gut. Ah, hier ist übrigens die Drumless Play gemacht hat. Die sollte ich mir wahrscheinlich auch mal angucken, ne? glp.tv. Schwer Standard. Ja, Bloons sind ein bisschen schneller. Aber es geht halt von Runde 1 bis 100, ne? Deswegen haben wir es nur 10% geschafft. Ich kann gerne die Challenge von GLP machen. Das Ding ist nur, ich glaube, das ist ein bisschen zu leicht. Aber gut, dann springen wir mal in die Challenge von GLP und Runde 100. Wie sollen wir das machen? Ja, seien Sie sich jetzt überheblich und sagen, ja, die wird total leicht. Aber eigentlich werde ich Probleme kriegen und die wird sehr schwer sein. Ich weiß es nicht. Aber Stand jetzt würde ich sagen, die ist sehr, sehr leicht. Wir haben ja auch Benjamin am Start, das macht nochmal vieles nochmal extra leichter. Auch mit dem Geld. Ich muss auch dazu sagen, ich dachte jetzt nicht so von oben herab, ich dachte, oh, die ist aber mega leicht. Es ist wirklich schwer, sich eine gute Challenge auszudenken. Deswegen, ich dachte jetzt nicht so von oben herab, ich habe ja selbst noch keine Challenge gemacht. Weil dann hätten wir früher die Geldkisten. Moment, ich mach das nochmal von ganz vorne. Nevermind. Wir sehen uns gleich wieder in Runde 30 oder so. Okay, es wird jetzt langsam schon ein bisschen interessanter, deswegen habe ich einen Boomerang auf noch dazu gepackt. Damit wir noch ein bisschen mehr Blei kaputt kriegen. Weil das ist ja doch schon gar nicht so verkehrt. Aber ich habe die Mitte mal geskillt. Ich denke, Permaladung wäre auch eine feine Sache so. Wir werden aber auch natürlich hier den Eisaffen raushauen, um alles ein bisschen langsamer zu machen. Runde 100 könnte aber tatsächlich ein Problem sein. Ich kann auch einfach Kräfte und Insta-Affen raushauen, aber es wäre natürlich ein bisschen cheaten, deswegen machen wir das nicht. Und der Plan mit dem Geld scheint doch erstmal aufzugehen. Wir sind fast beim Support Chinook. Da fehlen uns nur noch günstige 4000. Also sind wir da fast. Und wenn wir den dann raushauen, dann machen wir ja auch mehr Geld pro Runde oder Herzen, ist ja im Grunde egal. Ich sollte ihn aber wahrscheinlich trotzdem nicht skillen, weil wir wissen ja alle, es kommt auch Runde 40 und Runde 40 zerbombt uns, wenn wir nicht irgendwas skillen davor. Deswegen skill ich ihn, glaube ich, mal zweimal oder... Was für Runde 100 auf jeden Fall stark wäre, wäre, wenn ich ein MAD raushauen würde. Kostet ja nur günstige 64.000. Da sollten wir hinkommen. Und aktuell läuft's. Die Ballons sind schnell, aber aktuell läuft's. Ich muss, glaube ich, nichts boosten. Nee, und wenn wir jetzt auch ein bisschen Schaden kassieren, macht das ja nichts. Ganz ehrlich. Ist immer noch alles cool. So, wenn Runde 40 startet, wie gesagt, Fähigkeit raushauen. Und dann sparen wir hier auf Support Chinook und dann kommt der Eisaffe, glaube ich. Dann kommt das Dorf und ein Eisaffe, damit wir alles ein bisschen einfrieren. Fähigkeit. Ja, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Benjamin hat so gemacht, dass er wegschrumpft. Wir warten noch. Zack. Okay, sehr gut. Jetzt kann ich die Geldkisten abwerfen. Und das war jetzt wirklich wichtig, dass ich so früh es geht darauf gegangen bin. Eisaffe mache ich schon mal hierhin von mir aus. Weil es hat jetzt halt den Vorteil, dass wir jetzt halt für die letzten 59 Runden Kisten abwerfen können. Und hätte ich das ja später gemacht, wären das ja weniger Runden gewesen, wo wir Kisten abwerfen können. Und deswegen, jetzt eine Menge Runden zu haben für die Kisten, ist auf jeden Fall stark. Wir sollten aber tatsächlich ihn raushauen. Nevermind. So. Ansonsten nerven uns Zahnballons zu sehr. Okay. Gut. Habt ihr gesehen? Geldkiste ist schon abgeworfen. Steht auch, wie viel Geld er macht? Ja, steht da sogar. Können wir am Ende schön sehen. Der wird am Ende schön so...
20.000 machen oder so. Also eine Nagelfabrik ist theoretisch auch gar nicht schlecht. Aber wenn die Ballons so speedy sind, ist das manchmal ein bisschen buggy. Und die Ballons rutschen da durch, obwohl die eigentlich gar nicht durchrutschen sollten. Und das kann dann Probleme machen. Okay, ist sehr speedy alles. Vielleicht ist die Challenge doch gar nicht so leicht, wie ich dachte. Vielleicht müssen wir ein bisschen mehr Gehirn benutzen. Nimm mal Geldkiste. Da. Da. So, okay. Primärexpertise wäre nicht schlecht. Vielleicht spare ich da drauf. Das wird Runde 63 quasi so lohnen, wenn wir halt schnell genug sind. Ich könnte aber auch ganz ehrlich, ich könnte auch hier drauf sparen. Eiszapfenfall. Das kostet nur ein bisschen mehr und hat den ähnlichen Effekt im Grunde. Als Gegenmaßnahme werde ich übrigens auch in den nächsten Tagen selbst eine Challenge erstellen. Die könnt ihr dann auch probieren. Die soll aber dann nicht von Runde 1 bis Runde 100 gehen, weil ich finde, das frisst immer ein bisschen zu viel Zeit. Das wird so eine Challenge, die wird maximal 5 Runden gehen. Und ich versuche die auch wirklich schwerer zu machen. Aber wie gesagt, es ist wirklich schwer, eine Challenge zu erstellen. Und deswegen kann sein, dass die nicht so krass wird. Ich spare. Dann kann er ja auch Moabs angreifen ab Level 5. Kann er vorher nicht. Das machen wir mit. Die 2000 sparen wir jetzt kurz. Zack, darf ich kurz? Danke, zack. Jetzt macht er auch deutlich mehr Schaden. Ich bin mir unsicher, ob die Position die beste ist. Aber ich wüsste nicht, welche noch besser ist. Vielleicht wäre hier unten noch besser. Ja, da unten wäre noch besser, weil da kann er unten den Kreis einfrieren, da oben den Kreis einfrieren, nach der links, nach der rechts. Wäre eine bessere Position, aber es passt, das passt, das passt. Okay, jetzt haben wir noch eine Fähigkeit gekriegt mit Geld. Ist auch okay. Ich könnte aber auch einfach eine Taktik machen mit den Inferno-Ring. Oder hier Super Inferno oder Reißnagelzone. Reißnagelzone wäre auch nicht schlecht. So, in Runde 63 sollten wir kaputt kriegen, ne? Wie sieht's aus, wenn die Welle kommt? Es kommt schon ein bisschen weiter, als ich will. Aber die erste Welle haben wir gestoppt gekriegt, das ist okay. Aber es kam mir ein bisschen zu weit. Komm, ich spar. Ich spar, wir machen das jetzt mit der Primärtaktik. Doch, wenn wir Primärexpertise haben, haben die hier alle nochmal einen Boost. Der kann auch angreifen. Und dann sollten wir safe sein bis Runde 90 tatsächlich. Sobald Primärexpertise draus ist. Die Kombination sollte reichen für eine ganze Zeit. Primärexpertise. So, der macht jetzt sehr gut Schaden. Wie gesagt, das sollte reichen bis Runde 90. Was interessant ist bei der Challenge, es ist ein bisschen erschwert, Bleiballons zu killen. Da wurden die Möglichkeiten ein bisschen eingeschränkt. Ansonsten haust du dann einfach Ninja raus und haust dann Alchemisten raus und win. Aber nee, der Alchemist wurde ja deaktiviert. Das macht es ein bisschen schwerer. Wenn wir jetzt auf 21.000 kommen, dann haue ich noch einen Ninja raus mit der mittleren Skillung, dass wir Slow Motion machen können. Und dann haue ich auf jeden Fall, das muss ich davor machen, haue ich davor noch ein Affendorf raus, weil die Reißnagelzone, die kann Blei nicht killen. Das wurde weggenommen aus dem Spiel, dass die Reißnagelzone Blei killen kann. Mit dem letzten Update ist es passiert. Da wurde der Angriffstyp verändert. Und deswegen müssen wir jetzt noch einen Affen-Nachrichtendienst dazu packen. Was ein bisschen doppelt gemoppelt ist, ne, mit hier und dann zwei Affendörfer. Aber es geht tatsächlich nicht anders, zumindest nicht elegant. Aber vom Geld her passt das beides. Ich kann sogar beides machen und hier noch Permaladung machen. Also das passt alles. Kiste, danke. So, jetzt machen wir hier das. Machen den einmal hin. Und skillen die Mitte auf Bluensabotage. Denn Bluensabotage macht, dass wir quasi Slow Motion machen können. Wir können alle Ballons langsamer machen damit. Und das hilft uns extrem weiter in Runden wie zum Beispiel 98, wo viel Fettes kommt. In Runden 95, wo eine DDT-Armee kommt. Das hilft da auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, es kann, glaube ich, auch gut sein, dass wir schon das schaffen können. Mit dem, was wir jetzt auf dem Feld draußen haben. Aber deswegen, ich muss, glaube ich, gar nicht mehr was raushauen. Ich kann natürlich noch. Ich werde auch noch. Ich mach mal ein bisschen alternativ, komm. Wir machen hier ihn hin, so. Und wir skillen mal übertakten. Und übertakten wir eine Einheit, machen die quasi extra stark. Sehr, sehr gut. Ich kann auch hier Großsaboteur machen. Die Fähigkeit dauert länger und Bloons der Moab-Klasse erscheinen während der Sabotage mit weniger Gesundheit. Brauche ich aber nicht. Was ich, glaube ich, viel mehr brauche, ist halt einfach reiner Schaden. Damit Runde 100 noch leichter wird. Deswegen Permaladung wäre wahrscheinlich nicht verkehrt. Aber nee, es ist... Die DDT sind kein Problem. WFB sind kein Problem. Moab sind kein Problem. Keramik ist kein Problem. Es gibt aktuell keine Probleme. Deswegen, ich weiß nicht, was uns aufhalten soll. Die Zombs sind die ein Problem. Die kommen schon ein bisschen weiter. Also vielleicht sind die Zombs und Runde 98 dann ein Problem. Aber... Deswegen haben wir ja Permaladung auch im Auge. Und ich habe ja immer noch die Slow-Motion-Fähigkeit. Ich habe die noch nicht raushauen müssen. Ich glaube, ich muss die jetzt immer noch nicht raushauen. Obwohl wir jetzt in Runde 95 sind.
Ich habe jetzt Permaladung noch. Ja, seht ihr? Gar kein Problem. Ich glaube, ihn brauche ich nicht mehr. Ich verkaufe ihn mal. Und wir machen jetzt die große Abitur. Habe ich Bock drauf. Machen wir so. Und von mir so. Hätte ich mir vielleicht aufsparen sollen für Runde 99. Wir machen noch hier so. Zack, 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 zack. Oh, nee, Moment. Okay, logisch, aus logischer Sicht, ich hätte noch was anderes skillen sollen. Ich hätte Mitte skillen sollen mit Nagelsturm. Weil Nagelsturm ist tatsächlich stark gegen Runde 100. So, okay, sehr gut. Habe ich noch gekriegt. Danke, Runde 99 sollte so kaputt gehen, oder? Ja, kein Problem. Sehr, sehr gut. Runde 100. Ich habe alles raus, was ich rausfahren muss. Wir machen das mal so. Nagelsturm, zack. Boomerang. Und zack. Und das war's. Ja, eine sehr entspannte Challenge. Aber war auf jeden Fall interessant, das mal mitzunehmen. Schnelle Ballons. Das kann Probleme machen. Ich glaube, wenn Eisaffen noch blockiert werden. Also um die Challenge meiner Meinung nach schwerer zu machen. Vielleicht weniger Runden. Und was ich wegmachen würde, wäre der Eisaffe. Oder, um es ganz anders zu machen, du kannst auch den Eisaffen nicht wegmachen und machst dafür aber das Affendorf weg. Das wäre auch lustig. Weil da musst du halt langsam gucken, okay, wie kriege ich Tarnballons kaputt? Wie kriege ich DDTs kaputt? Es wäre dann nochmal eine Ecke schwerer, Affendorf wegnehmen. Ja, das wäre wahrscheinlich nochmal eine Ecke interessanter. Aber die finde ich ist okay. Auf jeden Fall. Und dann würde ich aber sagen, Leute, sehen wir uns dann. Bis zum nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zusehen. Falls ihr neu seid, könnt ihr mal sehr gerne ein Abo lassen. Und dann sehen wir uns dann. Bis dahin. Und ciao.